Hallo und guten Morgen. Ich grüße euch zu unserer Online-Schule. Hier sehen wir unser Rezept für den Zitronensandkuchen, den wir machen wollen. Das Grundrezept der Sandmasse besteht zu gleichen Teilen aus Butter, Zucker, Eier und Weizenmehl und Puder. Das nennt man Pfundmasse oder Gleichschwermasse, kann man auch dazu sagen. Dazu rühren wir erst unsere Butter schaumig mit dem Zucker und dem Aroma. Wenn die Butter schön schaumig gelaufen ist, dann geben wir langsam unsere Eier dazu. Immer eins nach dem anderen zugeben, schön unterlaufen lassen. Das Weizenpuder und das Mehl sieben wir mit dem Backpulver durch, damit das gut gemischt ist. Würden wir für die Sandmasse nur Weizenmehl verwenden, dann würde der Kuchen zu kleinkorrig und zu kompakt mit zu festem Biss werden. Das Gebäckvolumen würde zu klein werden. Der hohe Weizenmehlanteil bildet mit dem Wasser der Eier einen zähen Kleber, sodass eine zu stabile Masse entsteht. Würden wir im Gegensatz nur Weizenpuder oder Weizenstärke nehmen, dann würde der Kuchen zu trocken und zu sandig werden. Darum verwendet man eine Mischung zu gleichen Teilen aus Weizenmehl und Weizenpuder. Kuchen und Gebäcke herstellen, wie zum Beispiel Marmorkuchen, Nusskuchen, Rotweinkuchen, Donauwellen oder Muffins. Wenn unsere Eier mit der Buttermasse gut verrührt sind, dann geben wir langsam das Weizenpudergemisch mit dem Mehl dazu und am Ende noch ein bisschen Zitronensaft für den Geschmack. Das können wir in Formen füllen, backen. Am Ende nach dem Backen abrikottieren wir die Kuchen und überziehen mit einer dünnen Schicht Fondant. Aus dieser Masse lassen sich natürlich auch ganz viele andere. Es muss nur ein bisschen variiert werden im Grundrezept. Und dann kann man ganz viele verschiedene Kuchensorten daraus herstellen. Bestimmte Leitsätze für unsere Sandkuchen. Sandkuchen werden aus Sandmasse hergestellt, die mindestens 20% Butter oder Margarine und mindestens 20% Vollei enthält. Marmorkuchen werden aus einem Teil heller und zumindest einem Drittel aus schokoladenhaltiger Sandmasse hergestellt. Englische Teekuchen haben auch eine Spezifikation. Auf 100 Kilogramm Sandmasse müssen mindestens 30 Kilogramm Sultanin, Korinthen und kandierte Früchte wie zum Beispiel Zitronat, Orangeat oder Belegkirschen zugegeben werden. Ganz durch, ja genau. Und jetzt schaltest du ein, dann hier. Erst langsam und dann ein bisschen schneller, bis sich das ein bisschen gemischt hat, damit das nicht in der Gegend rumfliegt. Ne? Mhm. Und dann kannst du ein bisschen schneller machen. So, und wenn das jetzt so aussieht wie hier, dann könnt ihr schon eure Eier immer so langsam nach und nach reingeben. Ne? Okay. Und das bleibt jetzt immer so. Ja, immer so eins nach dem anderen, bis es verarbeitet ist und dann das nächste. Ne? Immer schön nach und nach. Wenn ihr die alle auf einmal reinkippt, und dann wird das so grieselig, ne? Dann geht das nicht richtig zusammen. Man muss auch außen mal zusammenputzen mit dem kleinen Spatel, weil das außen im Tischen richtig mitziehen will. Ne? Mach mal kurz aus und dann kann man außen so ein bisschen zusammenkratzen, dass er das schön alles mitnimmt. Genau. Immer ausmachen zwischendurch. Und dann.
Jetzt kannst du den Rest schon machen. Immer eins am anderen rein. Kannst du ruhig weitermachen. Jetzt noch einen Schuss Zitronensaft dazu. Ja. Und dann einmal gut durchrühren, dann ist das fertig. Ja, so ist es. Und das reicht schon, kannst du ausmachen. Ja, passt schon. Ja. Ne? Mhm. Der Marmor, den ganz kleinen und die größere. So. Ja, es reicht. Nicht übertreiben. So. Dass man am besten nicht unten kratzt, sonst macht ihr das Fett weg und dann geht sie nicht aus der Form raus. Eigentlich nur so leicht anheben immer, ja, ne? Genau, das reicht schon, das reicht schon, fertig. Großen nach hinten und die kleinen nach vorne. Mhm. Wie sollen wir das schieben? Genau. Nach hinten. Tür zu. Ja. Genau. Wir stehen mal ein, 35 Minuten. Ne? Das kommt hin. Zug offen. Ne? Geöffneter Zug. Was heißt das? Ja, hatte ich noch nie. Ja, ist gut. Ich habe immer noch mal ganz alten Facebook-Account.